Wunder geschehen immer wieder, ja, in unserem Leben. Und Wunder sind so etwas, was ich wirklich schon selbst erlebt habe, dass wir in einer Situation waren, die so schlimm ausgesehen hat, so hoffnungslos in Situationen, in Lebenssituationen waren, wo man geglaubt hat, es kann nicht weitergehen. Aber wenn ich tief in mir dennoch daran glaube, ja, und die Hoffnung nicht aufgebe, das ist es. Das ist nicht verbissen, an irgendetwas täglich zu arbeiten oder ich glaube an das und ich muss das hervorholen. Und wenn ich es vergessen habe, oh, dann wirkt sich. Nein, wie ein Kind, das loszulassen, reinzugeben. Und da sind Wunder geschehen, wirklich von Geschehnissen, wo ich geglaubt habe, jetzt ist alles verloren, da gibt es nichts mehr. Und wo buchstäblich, wirklich, wahrhaftig, in letzter Sekunde etwas geschehen ist, womit niemand gerechnet hätte, selbst ich nicht. Und wo dann das Schicksal wirklich einen ganz anderen Lauf nimmt. Das habe ich nicht nur in meiner Familie erlebt, das habe ich bei vielen Menschen erlebt, die zu mir kamen, sich beraten zu lassen, oder von Menschen, die wirklich, die ich kenne, sehr gut. Es ist überall geschehen. Wichtig ist, daran wirklich zu glauben, es loszulassen. Und dazu gehört jetzt auch dieses Schicksal, wo die meisten Menschen glauben, jetzt ist alles verloren. Jetzt machen sie ihr Great Reset. Jetzt sind wir weg vom Fenster, ja? Jetzt werden wir eingesperrt. Oder die ganz großen Ängste, die überall herkommen. Nein, lasst euch nicht darauf ein. Lasst euch nicht darauf ein. Denn ich persönlich, ja, ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Sie werden ihren Plan, The Great Reset, niemals durchsetzen können. Denn wir haben da jemand, der uns dabei hilft. Glaubt nicht daran, ja? Gebt keine Ängste rein, gebt keine Macht rein und ihr werdet sehen, es werden Wunder geschehen. Denn wir sind nicht alleine. Ich habe in meinem Leben Menschen erlebt, die wirklich in dem Raum standen zwischen Leben, wie wir das Leben kennen, und dem Tod, was wir glauben, was Tod ist. Diese Menschen konnten in diesem Moment aber immer noch entscheiden, obwohl niemand von außen, weder Ärzte noch sonst jemand, wirklich kein Pfifferling, wie man so schön sagt, darauf gegeben hätte, dass dieser Mensch weiterlebt. Es ist geschehen, nicht nur einmal, sondern mehrere Male, dass etwas geschehen ist, womit niemand gerechnet hat. Und warum? Weil derjenige die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Und er hat sich verbunden durch sein tiefstes, innerstes Selbst, sein kindliches Selbst, was den Menschen ausmacht, ja, was der Mensch ist. Deshalb, ja, sind wir ja auch, ist der Mensch ja auch ein Wesen, was so wundervoll sein kann, ja, wenn er sich dieser Liebe wieder hingibt. Auf alle Fälle über dieses kindliche Selbst, über diesen, ja, urmenschlichen Anteil in uns, der nicht überlegt, der nicht berechnet und der auch in der Lage ist, sehr gut zu fühlen und zu erkennen, was da läuft auf dieser Welt. Wenn wir mit ihm wieder die Macht geben, dann werdet ihr sehen, dann werden Wunder geschehen. Ihr werdet es selbst erleben, wenn ihr euch darauf einlasst. Denn es geht in dieser Zeit vor allen Dingen auch wirklich, es ist mir auch ein Bedürfnis, das nochmal anzusprechen, um die Befreiung dieses Urmenschen, dieses fühlenden Selbstes in uns, ja, was uns wahrhaftig als Mensch ausmacht. Natürlich gehört der Verstand dazu. Aber der Verstand wird benutzt
über das Thema Fakten, 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 Lernen, 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 Schulwissen, all das Wissen, was uns von außen eingetrichtert wird. Ja, das sollten wir sehr, sehr genau überprüfen, ob das wirklich konform geht mit dem natürlichen Leben, zu dem wir bestimmt sind. Ja, und damit möchte ich für heute enden und wünsche euch auch im Namen meiner Teamkollegen, dem Christoph und dem Thomas, alles, alles, alles Gute, alles Liebe für die kommende Zeit. Und wir freuen uns, wenn ihr bei uns reinschaut, immer wieder. Ja, wir freuen uns auch, wenn wir euch helfen dürfen. Und haben, wie immer, nach den Videos Blogartikel von uns unten im Anschluss verlinkt. Da könnt ihr gerne reinschauen. Da würden wir uns drüber freuen, denn da steht so unendlich viel mehr noch, wirklich, was wirklich wichtig ist. Also, macht's gut. Eure Renate.